In der norditalienischen Region Emilia-Romagna sind nach starken Regenfällen mehrere Flüsse über die Ufer getreten. Bei den Überschwemmungen kam ein Mann ums Leben, dessen Auto offenbar von den Fluten weggespült worden war. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, viele Haushalte wurden von der Stromversorgung abgeschnitten. In der Stadt Bologna verwandelten sich Straßen in Flüsse. In der Region fielen nach Behördenangaben bis zu 175 Liter Regen pro Quadratmeter. Üblich sind im ganzen Monat Oktober 70 Liter pro Quadratmeter. Die Region Emilia-Romagna hatte erst im September ein Hochwasser erlebt. Wissenschaftlern zufolge steigert der menschengemachte Klimawandel die Stärke und Häufigkeit von Wetterextremen.